Aha, ich habe gerade zufällig rausgefunden, wo man den Reis findet, den ich für die eine Quest schon die ganze Zeit brauche. Aber... ja. Nee, da gibt es zu einigen Nebenquests ein paar Lösungen, aber so einen richtigen Guide finde ich jetzt auf die Schnelle zumindest leider nicht. Schade. Okay, egal. Wir finden das selber raus. You know where to find the green pepper? No, sorry, no idea. I'm struggling with the rice. Ja, komisch. Ich weiß aber wirklich nicht, wo wir die Nebenquest herkriegen. Ich meine, es muss super viele geben, irgendwo. Aber wo und wie und wann? Vor allem so viele Figuren haben wir noch gar nicht getroffen. Und einige sind jetzt tot. Verstehe das gar nicht. Okay. Ich habe jetzt nämlich Angst, dass ich das Spiel eventuell zu weit spiele und dann manche Nebenquests nicht mehr machen kann. Das wäre schade. Nicht, dass es so läuft wie jetzt bei meinem letzten Playthrough vom ersten Teil. Das wäre echt blöd. Das will ich vermeiden eigentlich jetzt hier im zweiten Teil. Es könnte sein, weil wir jetzt schon in Episode 2 sind, dass ich schon Nebenquests aus Episode 1 übersehen habe. Aber ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, wo wir nach den Nebenquests suchen sollen. Und das verwirrt mich. Vielleicht sollte ich öfter diesen Detective-Modus benutzen. Hier, du da! Gib mir eine Nebenquest! Nee, ich glaube, so normale Leute haben keine Nebenquests. Blaue Punkte auf der Karte sind, glaube ich, richtige Charaktere. Vielleicht hätte ich öfter mit denen mal reden sollen oder die suchen sollen. Wie zum Beispiel hier hinten gerade jemanden. Ach, das ist schon wieder die Fahrerin. Mit der haben wir doch schon 100 Mal geredet. Und obwohl die normal geht, kann ich sie nicht einholen. Okay. Tut mir leid, Kleiner. Komplett ausgebucht. Ja, nee. Keine Ahnung. Überall UFOs am Himmel. Aber sonst. Jetzt mal ins Polizeirevier. Auch wenn ich, wie gesagt, Angst habe, dass ich den Plot dann zu weit vorantreibe, aber ich hätte gern meinen Sidekick wieder. Warum fährt eigentlich kein einziges Auto in der Stadt? Manchmal fahren Autos. Ich habe schon 1, 2, 3, 4 Autos durch die Stadt fahren sehen. Es ist aber selten. Aber ich meine, die Stadt ist so winzig. Wenn man innerhalb der Stadt von A nach B kommen will, lohnt es sich kaum, in sein Auto zu steigen. Wahrscheinlich parkt das Auto weiter weg als die Stelle, wo man hin will. Was ist denn... Ah, ich kann jetzt hier tatsächlich auch nicht einkaufen bei ihm. Did you find Melvin? Nope. I can't find either of them.
either of them. Yeah. When I went home, it wasn't just my daddy who was missing. Mama was gone too. This never happened before. Zach, we need to stop Professor R's plan, no matter what it takes. Relax, Patty. You don't need to worry about a thing. I'm sure that Melvin just stumbled across an important clue that's stolen his attention for now. And I'm sure he's protecting your mother while he's at it. Let's just leave the investigation to the local police and rest for today. I need to prepare a report for the HQ anyway. How about staying with me in my room until we find them? But... You don't need to worry. I can't make you any homemade food, but I've got a first-class chef and a first-class concierge at my disposal. Oh, and a very affable bellboy. It's a lot of fun at that hotel. But... Okay, I guess. Thanks, Agent York. You're a lady, so you take the bed. Zach and I will be fine on the couch. Okay, bevor wir das machen, schauen wir uns aber wirklich sehr gut um. Es gibt doch zumindest hier schon mal diese... Genau, diese Quest hier. Mein Gott, gibt's da viele? Oder haben die einfach nur, sind die nicht durchnummeriert, sondern haben die einfach nur komische Namen? Ich weiß es nicht. Aber das haben wir doch schon mal gemacht, ein Eichhörnchen verhauen. Killerbiene, Alligator jagen. Haben wir das nicht schon mal beendet? Ich dachte schon. Ein Gericht bestellen. Hast du schon das Essen in der Stadt probiert? Ein Drink bestellen. Einmal vom Arzt untersuchen lassen. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, das machen wir. Lassen wir uns mal vom Arzt untersuchen. Bestellen wir im Owl's Nest einen Drink. Und bestellen irgendwo ein Gericht zu essen. Das sind unsere Ziele für heute. Finde ich gut. Ich glaube, die hat es einfach akzeptiert mit diesem Sack, das Mädchen. Wir haben am Anfang gesagt, dass sie bitte keine Fragen stellen soll, weil es persönlich ist. Und das passt anscheinend für alle in der Stadt. Finde ich gut. Aber es wundert mich. Oh Gott, Hilfe. Warum bin ich denn eigentlich müde? Na gut, ich habe auch nur jetzt schnell 4 Stunden gepennt oder so. Ist schon, ja, okay. Trotzdem. So, jetzt passt auf, ich habe zufällig nämlich gesehen, wo wir den Reis finden, den wir für die eine Nebenquest brauchen. Zufällig in einem Screenshot. Und zwar irgendwo da oben. Einfach so. Irgendwo liegt der anscheinend am Boden. Ich weiß es nicht genau. Wir machen uns jetzt da mal auf den Weg hin. Keine Ahnung. Hey, wanna talk about bridges? Why? I've become obsessed with bridges, Zach. And there's no turning back now. Remember what we saw on our way here? Back when we were driving that hybrid car before we switched over to the skateboard. We passed over the Lake Pontchartrain Causeway, the longest bridge over water in the entire world. Remember the sudden downpour that made it impossible for us to see the road? The rain was so torrential that we couldn't see more than a few miles ahead of us. I'm sure local drivers are used to that sort of thing. They were all going normal speeds. I bet that scene reminded you of a certain film, or perhaps a certain person. Violent City, 1970, directed by Sergio Salima. I only ever saw it on TV when I was a kid.
so I don't remember it very well. But I definitely remember that it featured a bridge. A long bridge. During the New Orleans part, that's the one thing I remember. That bridge must... I can't hear. Es hat ihn jetzt so irritiert, jetzt weiß er nicht mehr, was er sagen wollte. Hey Zach, no nothing. Just felt like it. Ah ja, guck, da wusste ich, hier waren wir ja schon. Aber da wusste ich noch nicht, dass man hier den Ballon aktivieren kann. If this town has oh, a symbol, noch einer. It's got to be that bridge. Cool. Da stehen Leute vor der Farm. Ich frage mich wer, weil alle tot sind eigentlich. Aber erst schießen wir das UFO ab. Wahrscheinlich nur Statisten, oder? Wahrscheinlich wirklich. Ja, wie die schon dastehen. Ich glaube, das sind keine richtigen Charaktere. Ihr seid komisch. Ja, und hier liegt Reis. Hier liegt... nur hier. Nur hier liegt Reis für die Nebenquest. What? Im Ernst? Was soll denn das? Melody always gets stuck in my head. Yes, it's a devilish song, isn't it? Just be quiet. Das stimmt. Das ist witzig. It's funny, cause it's true. Das ist es wirklich. Warum ist da kein... Wenigstens ist da kein Killer-Alien-Eichhörnchen drin wie gestern. Ja, das stimmt. Das war komisch. Es ist da hinten ein Alligator wahrscheinlich, oder? Die dann plötzlich im Turbo-Modus auf mich zuflitzen, wie bekloppt. Komm, den verprügeln wir. Yeah! Ich hab mit dem Alligator gerungen und seinen Schädel aus seinem Kopf gerissen. Oder so. Na cool, wir haben den Reis gefunden. Das ist gut. Das brauchen wir für eine Quest. Aber wenn wir jetzt schon hier sind, wollte ich mal kurz noch gucken. Hier, die verlassene Fabrik. Einfach so eine verlassene Fabrik. Da gehen wir jetzt auch mal noch hin. Man weiß halt immer nicht, ist es, kann man da schon was machen? Kommt das erst noch? Wird das erst noch wichtig in der Story? Man weiß es nicht. Aber wir schauen auf jeden Fall nach. One lollipop, two lollipops, three lollipops. Don't mind me. Nee, Bohnen habe ich nicht. Da war gerade schon mal jemand hier, der gefragt hat, ob ich weiß, wo man die grünen Bohnen kriegt. Aber so weit bin ich noch gar nicht. Bis jetzt habe ich nur den Reis. This town sure is peaceful, Zach. Yes, I know. I know what you're about to say. But that's why we're here. To protect this peace. Isn't that right, Zach? War bei der verlassenen Fabrik haben wir da nicht das Skateboard fahren gelernt? If this town has a symbol, it's got to be that bridge hanging over the bay. Ach so, das sind einfach abgesägte Stümpfe, das sah komisch aus gerade. Na gut. Jetzt würden da irgendwelche Bälle hängen oder so. So, what do you think of him? Yes, I'm talking about him. Boondock. Is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of either? Still too early to tell. But it's clear that he'll be the key to uncovering this case's mysteries. That's what my soul tells me. Ah, Schnellreisebubble. By the way, Zach, Boondock feels very familiar to me. Aber ja, genau, hier ist einfach nur der Skatepark gewesen.
Ich habe nur wieder vergessen, die Ballons zu aktivieren, wie so oft. Okay. Da waren wir auch noch nicht. Das würde mich auch noch interessieren. Ich würde jetzt auch gern endlich mal diese Sumpfreise machen. Vielleicht kann ich das hier jetzt machen. Wo waren das gleich nochmal? Das ging ja beim letzten Mal komischerweise nicht. War das... Ich glaube, das war hier. Ne? Müssen wir nur schnell reisen am besten hin. Einfache multiple Persönlichkeitsstörung hat Jörg im Grunde wahrscheinlich schon. Aber ganz so einfach ist es nicht, weil quasi die Originalpersönlichkeit, die bis zu seinem 7. oder so Lebensjahr die Kontrolle hatte, quasi verschwunden ist oder ins Off gerückt ist und eine neue Persönlichkeit komplett übernommen hat. Zu 100%. Ich glaube, das ist schon eher ungewöhnlich. Das ist Dienstag. Der müsste, um 13 Uhr müsste es hier eigentlich losgehen. Aber jetzt rede ich mal mit dem, solange da hinten am Steg steht, weil vielleicht hat der Nebenquest für uns. Ich sollte auch nochmal in die Kirche gehen und mit dem Arzt reden und so weiter. Vielleicht haben die alle irgendwie Nebenquests, wenn man außerhalb von Questlines mit denen redet. You again? Ain't you got nothing better to do? Hey du Superagent. Wolltest du nicht immer schon wissen, aus was für Holz du geschnitzt bist? Jetzt bin ich aber mal gespannt, Chuck. Worauf spielen sie an? Ich setz dich in mein Boot und mach mit dir eine Spritztour, die sich gewaschen hat. Eine Spritztour durch den Sumpf? Warum nicht? Damit meine ich aber keine Kaffeefahrt für Touristen, klar? Das ist ein echter Geschicklichkeitstest. Irgendwo entlang der Strecke habe ich eine Zielscheibe mit einem Tier drauf versteckt. Wenn du die Zielscheibe findest und treffen kannst, gewinnst du, klar? Oh, und du musst natürlich blechen für die Tour. Ich habe schließlich Kosten zu decken. Und nur damit du gewarnt bist, ich werde fahren wie eine gesenkte Sau. Wir wollen ja nicht, dass dir unterwegs langweilig wird. Also, willst du es versuchen oder ziehst du den Schwanz ein? Okay. Machen wir. Also nochmal fürs Protokoll. Irgendwo habe ich eine Zielscheibe mit einem Tier drauf versteckt. Die musst du finden und dann mit deiner Knarre ein Loch reinmachen. Okay, so großspurig wie du sollte es ein Klacks für dich sein. Schauen wir mal. Los geht's. Nebenquest 34 gefunden. You again? You want to ride in my boat? Well, fine. But my girl ain't no normal boat. She's an airboat, built for zooming across swamps, hear? I'll take you wherever you want, as long as you know where you're going. But I reckon since this be your first time, I ought to show you my favorite course. Okay, Sumpfstufe 1. Los geht's. Ist das jetzt die Quest, von der der geredet hat? Na, irgendwie ist das komisch, aber gut. Bei der Sumpfboot-Tour geht es darum, durch das Treffen der auf dem Kurs verteilten Zielscheiben eine möglichst hohe Punktzahl zu erreichen. Je weiter in der Mitte der Zielscheibe getroffen wird, desto höher die Punkte. Allerdings lauern auf dem Kurs nicht nur Zielscheiben, sondern auch gefährliche Alligatoren. Okay, erledige sie. Erledige sie bei einem Angriff so schnell wie möglich, denn sie können das Boot empfindlich beschädigen.
Fällt die Fahrtauglichkeit des Boots auf Null, ist die Tour vorbei. Na, warum nicht? Ein Lightgun-Shooter. Why not? Ja, das ist aber echt schwer hier, die Steuerung irgendwie, finde ich. Es geht schon, es geht schon. Ah, nein. Puh, ich dachte schon, das treffe ich nicht mehr. Ah, das war der mit dem Tier drauf, oder? Vielleicht den letzten noch verpasst, aber das war der, die spezielle Zielscheibe, die ich für die Nebenquest treffen musste. Cool, Gummigeschosse und mit Kaugummi. Bronze. Silber. Immerhin Silber. Nicht schlecht, Mann. Du hast tatsächlich mein Kokadenspecht gefunden. Was ist denn bitte ein Kokadenspecht? Eine vom Aussterben bedrohte Vogelart. Es ist ein echter Glücksfall, so ein Prachtkerlchen in freier Wildbahn zu sehen. Diesmal waren es leider nur ein Pappkamerad. Aber trotzdem, den zu finden und auch noch zu treffen war, sagen wir mal, ganz okay. Lass dir das nicht zu Kopf steigen, kapiert? Aber ihren Geschicklichkeitstest habe ich bestanden? Ja, natürlich. Zumindest Level 1. Level 1? Na klar. Ich habe noch mehr Spritztouren auf Lager, die immer schwieriger werden. Wenn du ein Level geschafft hast, darfst du dich am nächsten Level versuchen. Oh, und es gibt für jedes Level einen Preis. Hier ist der Preis für Level 1. Lustkrebspanzer. Okay. Keine Ahnung. Ein Hoverboard? Wäre cool, wenn man Hoverboard irgendwie so als Gimmick freischalten könnte. Fürs New Game Plus. Oder wenn man irgendwas total Spezielles macht. Das könnte man schon machen in Deadly Premonition. Dass es so einen verrückten Erfinder gibt oder sowas. Oder einfach nur so ein super Upgrade für Skateboard, das man ganz am Schluss kriegt, wenn man irgendwie ganz viel Sachen gemacht hat. Naja, wenn du das nächste Level in Angriff nehmen willst, komm morgen nachmittags wieder. Bis dahin werde ich eine neue Zielscheibe aufstellen und alles vorbereiten. Zack, ich mache hier gerne Witze über das Leben in der Provinz. Aber es gibt hier einfach gewisse Attraktionen, die man bei uns in der Stadt vergeblich sucht. Ich verspüre gerade den starken Wunsch, unseren Fall einfach links liegen zu lassen und auf Papp-Safari zu gehen. Papptier-Safari. Was sagst du dazu, Zack? Ja, ich bin dafür, aber wir können halt im Hotel nicht schlafen, weil sonst wahrscheinlich habe ich Angst, dass Quests und so weiter, ne? Es ist schwierig. Aber gut, wir können erst morgen Mittag wieder weitermachen bei ihm im Grunde. Nur einmal am Tag. Dann gehen wir mal woanders hin. Das ist lieber ein Laserschwert. Da müssen wir No More Heroes spielen. Dann geht das. Okay, gehen wir in die evangelische Kirche und lassen uns mal durchchecken.
Also, ich würde auch eher das Laserschwert als die Eisenstange nehmen, was Silent Hill beim ersten Durchlauf entgehen würde. Aber es wird halt nicht so gut zur Stimmung passen. Moment mal, was mache ich da eigentlich? Die Kirche ist da. Were you thinking about Galena too? And all the other women we've seen so far on our travels across the states. Ladezeit. Hallo, Herr Dr. Pfarrer. Das Spiel ist immer so kryptisch manchmal. Man weiß einfach nicht, zu welcher Zeit man wann, wo, welchen Service kriegt und wen trifft. Pitiful beyond words. An ominous wind blows today. Ein Klagen nach dem nächsten scheidet auf grausame Weise aus der Welt. Gut möglich, dass es der... Was? Gut möglich, dass es der oder die Täter von vornherein nur auf die Familie abgesehen hatten. Vielleicht ist das die Strafe für all die Sünden derjenigen, die sich schuldig gemacht haben. Möge der Herr sich ihnen erbarmen. Pitiful. Ja, und wann kann ich mich jetzt hier medizinisch durchsuchen lassen? Vielleicht ist gerade Gottesdienst, deswegen ist es schlecht. Schau mal kurz, ob irgendwas auf der Karte zu sehen ist drüber. Steht nur Öffnungszeiten 7 a.m. bis 7 p.m. Aber nicht, wann ich ihn hier als Arzt und wann als Priester antreffe. Sollen wir uns denn da bitte durchchecken lassen? Das klingt nämlich interessant. Warst du schon mal in der Arztpraxis von Le Cray oder so? Geh lieber nicht hin. Auch nicht zum Spaß. Du hast ja keine Ahnung. Das klingt eigentlich ziemlich gut. Da würde ich schon gern hingehen. Aber wann ist die Frage? Wann? Das wäre immer schön, wenn das dabei stehen würde, die Uhrzeit. Aber jetzt muss ich rausgehen und rauchen und hoffen und warten. Ich meine, sonst gibt es ja keine Arztpraxis, ne? Das ist, ich glaube, wir sind hier schon richtig. Bling, bling, bling. Bling, 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 bling. Das ist 9, ne? Vielleicht ist ja wirklich gerade Gottesdienst oder so, ne? Jetzt werden wir mal einfach ein bisschen warten. Läuft uns ja nichts davon. Auch mal eine normale Zigarette. Ich weiß gar nicht, wie lange bei einer normalen Zigarette die Zeit vergeht. Aber Mittag soll es schon werden. Aber wird es wahrscheinlich auch. Okay, perfekt. Fast eins. Ah, jetzt ist der Priester draußen. Aber er sieht, er hat wenigstens seinen Arztkittel an. Aber wo geht er denn jetzt hin? Pitiful beyond. Mein Sohn, siehst du nicht, dass ich gerade beschäftigt bin? Ah.
Warum? Warum ist der jetzt gerade beschäftigt? Ich möchte mich durchchecken lassen, Mensch. Pitiful beyond. Wann können wir uns denn da bitte durchchecken lassen? Das ist echt immer. Das war im ersten schon furchtbar und ich finde es immer noch furchtbar nervig. Okay, dann rauche ich jetzt nochmal kurz ein, aber da lass nur eine Stunde vergehen. Vielleicht ist er dann fertig mit was auch immer der macht. Selber rauchen, glaube ich. Dann ist er vielleicht hoffentlich dann in seiner Arztpraxis. Ah ja, er geht wieder rein. Gut. Dann gehen wir mal hinterher. Im Grunde braucht man verdammt viel Zigaretten und muss einfach immer stündlich überprüfen. Ah, jetzt ist er aber wieder nicht hier drin. Wenn jetzt schon wieder Gottesdienst ist, ey. Hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Kann ich hier drin rauchen? Ui, ich habe nur noch eine extra leichte Zigarette. Nee, hier drin geht's eh nicht. Okay, ich glaube, ich gehe mal kurz raus und wieder rein oder warten wir noch mal kurz. Das Spiel ist verwirrend. Wir haben ja auch noch den Reis, den wir ins Restaurant bringen könnten. Aber jetzt sind wir schon hier bei der Kirche. Versuche ich es nochmal. Dass wir ihn als Arzt antreffen.